Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Mein Name ist Lars und das Video ist ein kleiner Ratgeber zum Thema Alleingeburt. Nun, vorab schon mal, wenn du dich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzt, dann ist das auf jeden Fall ein Geschenk für dich, weil du höchstwahrscheinlich vor die Frage gestellt wirst, möchte ich das machen? Ja, unterstütze ich meine Frau oder eben nicht oder wie oder was? Das ist eine gute Sache, weil viele Männer kriegen gar nicht erstmal die Gelegenheit, gefragt zu werden, wie sieht es aus mit einer Alleingeburt? Was ist das überhaupt? Und so weiter und so fort. Du hast jetzt also die Chance, dir diesen Zwiespalt, sage ich mal, zwischen ich vertraue meinem Körper, ich vertraue den Gegebenheiten, die mir geholfen haben zu dem Zeitpunkt, jetzt zu stehen, da wo ich bin, also ich vertraue meinem Lebensweg, oder dieser klassischen medizinischen Ansicht, ja, ich vertraue zwar, aber, und es muss 1000 andere Möglichkeiten noch geben, alles muss medizinisch überwacht werden und so weiter. Doch erinnern wir uns an eine Zeit, wo das gar nicht möglich war, wo es auch so ging, sage ich mal. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier also drei Kernfragen eigentlich beantworten, die ich für richtig halte. Ja? Also die erste Frage ist, sollen wir es machen oder nicht? Das ist für mich die entscheidendste Frage, weil es spielt keine Rolle, wie schwer es ist, es spielt keine Rolle, wie viele Testberichte es gibt, wie viele Erfahrungsberichte es gibt. Das ist einfach und alleine die Frage, möchtest du es wirklich machen? Und das kann nicht ich dir beantworten, das kann nur dein Herz selbst dir beantworten. Ja, nimm den Moment, fühl in dich rein, ja, und hör auf deinen Herzschlag. Ja. Dein Herzschlag ist das, ne, die Quelle der Lebenskraft, der Lebensenergie, dein Lebenswille. Was sagt dein Lebenswille? Hast du Lust, es zu machen oder einfach nicht? Ne? Zum einen ist es so, deine Frau ist höchstwahrscheinlich auf dich zugekommen. Du bist nicht jetzt zu deiner Frau gegangen und hast gesagt, hey, wie sieht's aus, Schatz, lass uns mal eine Alleingeburt machen, sondern deine Frau ist höchstwahrscheinlich auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, pass auf, das interessiert mich so und so. Dann hat sie diesen Anfall bekommen. Ja, dieser Einfall kommt aus ihrem Willen, aus ihrer Neugierde, aus ihrem innersten Bestreben, Sehnsucht, Neugierde. Das bedeutet, sie hat schon ihre Wahl getroffen. Es ist wirklich jetzt nur die Entscheidung, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Und diese Frage allein dir schon zu stellen und wirklich aufrichtig zu prüfen, ist eigentlich schon alles, was du willst, unabhängig wie du dich entscheidest. Das heißt, du solltest dich meiner Meinung nach gar nicht mit irgendwelchen anderen Themen auseinandersetzen, wie funktioniert es genau, was sind die Risiken und so weiter und so fort, sondern einfach mal in dich reinhorchen oder einfach mal einen Tag alleine verbringen und einfach mal einen Spaziergang machen. Möchte ich das? Möchte ich das? Und nachdem du eine Wahl getroffen hast, dann kommen Dinge wie Entscheidungen, man forscht nach, was so möglich ist und so. Diese Dinge unterstützen deine Entscheidung, ja, aber zuerst kommt deine Entscheidung, denn dort, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Gut, die zweite Frage, bin ich bereit für eine Alleingeburt? Puh, ganz ehrlich, also wenn du vor diese Wahl gestellt wirst, dann bist du eigentlich immer bereit. Ja, die Frage ist halt nur, die Frage ist nicht, was passiert, wenn, auch zu der Frage kommen wir gleich noch, was passiert, wenn es schief läuft, sondern die Frage ist tatsächlich, die du dir stellen musst, was ist, wenn es gut läuft? Weil was ist, wenn du mit deiner Frau alleine bist, ihr bekommt ein wundervolles Kind, es ist gesund. Was ist dann? Ja, was wird dir diese Erfahrung geben? Bist du bereit, zu demjenigen zu werden, der diese Bürde trägt? Ja, für einen kleinen Augenblick in deinem Leben lichtet sich der Vorhang, der Vorhang, und du kannst hinter die Fassade schauen und schauen, das Leben intim erleben. Und es ist einfach ein Erlebnis, das dir in Erinnerung bleibt. Und wie bei allen Erlebnissen, die dir in Erinnerung bleiben, solltest du natürlich wissen, ob du das auch haben willst. Also du bist bereit. Ja? Noch für diejenigen, die sich gerade nicht ganz so sicher sind, sage ich mal, du bist sicherlich hier nicht ohne Grund. Du hattest einen Vater, nehme ich an. Und dieser Vater hatte ebenfalls einen Vater. Ja? Und dieser Vater ebenfalls. Das heißt, du blickst auf eine Reihe an Vätern zurück, die
erfolgreich im Leben waren, ja, die einen Sohn, eine Tochter zur Welt gebracht haben. Du bist jetzt hier aufgrund dieser Reihenfolge. Das heißt, es ist für dich kein Zufall, dass du da bist. Und viele dieser Menschen haben vielleicht nicht die Chance, ihr Leben aufzuleben, zu ihren größten Vorstellungen, zu mehr Erfüllung. Und du hast diese Möglichkeit jetzt durch diese simple Frage. Etwas, was dich vielleicht komplett verändern wird. Also, das ist es, worum es geht. Bist du bereit für eine Alleingeburt? Ja. Alles ist auf diesen Moment hinausgelaufen. Dein ganzes Leben, alles läuft hinaus auf diesen Augenblick. Jetzt zu guter Letzt, was, wenn etwas schief geht? Das ist eine Frage, die du dir stellen solltest. Und zwar, du solltest sie stellen, dir selbst. Hier in diesem Kanal erfährst du eine Menge über die männliche Facette. Und für mich ist es das Wichtigste, dass du, ja, das, ich spreche hier viel über die Kunst des Krieges, das ist eigentlich die Kunst des Friedens, aber der Akt der Vorbereitung. Ja, du hast etwas, du möchtest etwas machen, du hast diesen Wunsch, du möchtest diese Geburt möglich machen, du möchtest eine Frau unterstützen, dann bereite dich vor. Ja? Und jetzt kommt der wichtige Punkt, bereite dich vor, indem du Expertenmeinungen einholst, die gleiche Erfahrung gemacht haben und zuvor die gleiche Entscheidung getroffen haben wie du. Sprich also, du möchtest eine Alleingeburt möglich machen, dann such dir jemanden, der die Alleingeburt schon möglich gemacht hat, bei dem es funktioniert hat. Dann schau, was hat der an Wissen zu bieten und speise dein Wissen von dieser Quelle. Ja? Du willst gar nichts hören von den Leuten, die gar keine Intention haben, diese Geburt möglich zu machen. Du willst dein ganzes Wissen, dein ganzes Leben, den ganzen Reichtum willst du nur darauf konzentrieren, auf das, was tatsächlich wirklich, wirklich möglich ist. Und dann findest du auch einen Weg. Und wenn mal was schief gelebt und wenn was schief gehen sollte, findest du auch einen Weg. Ja? Du bist in deiner Kraft, also steh auf, deine Verantwortung trägst du jetzt, nur du und deine Frau. Das ist eine Verantwortung, für die du gerade stehen musst. Also bereite dich vor, natürlich auf den schlimmsten Fall. Hoffe für das Beste, aber sei vorbereitet für das Schlimmste. Ich bin also sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung erleben durfte. Es war, wie gesagt, sehr intim, ungestört und vor allem hat es mir einen Einblick gegeben in die Echtheit dieses Lebens. Also auf einmal wird einfach alles echt und du bist mittendrin und du realisierst, es ist einfach alles echt. So deine Zweifel, alles weg, das ist einfach, also echter wird es nicht. Ja, das war mein Versuch, das Ganze in Worte zu fassen. Ich hoffe, du kannst was mit dem Video anfangen. Wenn du trotzdem Fragen hast, melde dich bei mir. Ja, ich habe das Ganze durch, es war wunderschön. Ich wünsche dir das Ganze Beste und viel Erfolg.